Genau, und intrinsisch motiviert bin auch ich bei dem Thema Nachhaltigkeit und würde dann auch direkt mal in das Thema einsteigen. Impact Investing, wir haben, der Michael hat es angekündigt, den Andreas Rickert eingeladen und der ist dann wahrscheinlich auch schon in der Leitung und kann gerne mal mit dazukommen. Andreas, hörst du uns schon? Ja, ich bin da. Das ist schön. Grüß dich. Andreas Rickert von der Fineo AG. Ihr sitzt in Berlin. Du bist auch aus Berlin zugeschaltet, nehme ich an. Genau, richtig. Ja. Ja, schon ein sehr guter Aspekt von diesem Setting. Wir nutzen die Möglichkeiten der Technologie auch hier, um das Thema Nachhaltigkeit voranzutreiben. Hast dir den Weg gespart und damit auch vielleicht die eine oder andere Emission gespart, aber das ist ein anderes Thema. Da kann man separat drüber diskutieren. Du bist heute bei uns hier dabei, um ein bisschen über Impact Investing zu erzählen. Sehr schön, dass du dich dazu bereit erklärst. Wir sind gespannt darauf und ich würde dir einfach das Wort übergeben. Deine Bühne. Das mache ich sehr gerne. Und möglicherweise hätte ich ja gar nicht heute zu euch kommen können, weil wenn man in die Nachrichten geguckt hat, sind wir Berliner ja gerade eine etwas gedisste Spezies. Ich weiß nicht, ob ich gerade reisen dürfte. Also insofern gut, dass wir es digital machen, aus mehreren Gründen. Corona hat da sicherlich auch nochmal seine Begründung. Nein, ich bin sehr gerne dabei, weil ich, das muss ich schon direkt sagen, auch einen missionarischen Charakter habe. Impact ist etwas, wir haben eben auch über intrinsische Motivation gesprochen, wo ich sehr intrinsisch motiviert bin, das Thema auch in die Welt reinzutragen. Also insofern sehen wir das nach, wenn ich da vielleicht auch etwas missionarisch gleich bin. Aber ich denke, fast alle, die jetzt gleich zuhören und das mitbekommen, werden das auch verstehen. Und viele, glaube ich, sind ja auch schon auf diesem Weg, Impact wirklich ins Zentrum zu stellen. Also insofern, danke für die Einladung. Toll, dass ihr das Impact Festival macht. Und wie schon gesagt, wenn ihr es nicht machen würdet, dann hätte ich es wahrscheinlich machen müssen, weil als Fineo ist Impact quasi eines unserer Kernthemen. Und insgesamt würde ich sagen, Impact ist eigentlich das zentrale Thema, was uns alle umtreibt. Und da würde ich jetzt eben gerne in den nächsten paar Minuten etwas tiefer reingehen. Also zum einen zu erklären, warum ist Impact so ein zentrales Thema? Und zum anderen, wie kann ich denn auch strategisch Impact erzielen? Also, ich fange einmal mit dem an, warum Impact so zentral ist. Und es tut mir ein bisschen leid, wenn ich jetzt am Anfang etwas die Stimmung drücken muss. Wir haben durchaus sehr, sehr viele Herausforderungen da draußen. Es ist die Corona-Krise, das jetzt gerade alles ein bisschen überschattet, aber insgesamt sind die ganzen Themen ja nicht weg. Klimawandel ist da, Populismus ist da, Plastic Waste ist da. Ungleichheit ist da. Also insofern, wir haben unglaublich viele Herausforderungen da draußen, schön zusammengefasst in den 17 SDGs, den Sustainable Development Goals. Also das ist etwas, was einen durchaus bedrückt und da müssen wir rangehen. Es gibt also eine klare Notwendigkeit, Impact zu erzielen. Auf der anderen Seite, das wäre so ein zweiter Trend, den ich sehe, wenn ich die Frage stelle, warum Impact so wichtig ist, warum wir das ins Zentrum stellen sollten. Immer mehr Menschen, ich habe eben mit mir angefangen, aber ich glaube, ich stehe da nur exemplarisch für sehr, sehr viele Menschen wollen Purpose. Sie wollen etwas erreichen. Sie wollen etwas tun. Sie wollen etwas Gutes hinterlassen auf der Welt. Sie wollen sinnhaftig unterwegs sein. Also das heißt, das ganze Thema Purpose ist etwas, was wir im privaten Bereich sehen, aber auch, wo Menschen das in ihr professionelles Leben mit reinnehmen. Das heißt, dass auch viele Unternehmen und an allen anderen Stellen, wo man wirkt, geht es darum, dass man Impact erreichen möchte, dass man wertebasiert etwas macht. Und das sind vielleicht die beiden großen Trends, die wir haben. Also auf der einen Seite der Bedarf. Wir müssen etwas tun, weil ganz, ganz viele Herausforderungen da sind. Auf der anderen Seite sehen wir viele Menschen, viele Institutionen, die sich auch auf den Weg machen, purpose-getrieben etwas anzuschieben. Also, das wird einfach mal etwas als Grundierung. Und damit dann zu der Frage, ja, wie erreiche ich denn dann strategisch Impact? Und hier würde ich gerne so ein bisschen mal den Blick auf das Ökosystem werfen. Also, welche Player sind da? Wer kümmert sich darum, dass Impact erreicht wird? Zum anderen, wo kommen die Ressourcen her? Ich meine, das ist vielleicht jetzt nicht durch Zufall, dass eben auch aus dem Kontext der Commerzbank kommt. Also das heißt, wir brauchen Ressourcen. Wir müssen Geld mobilisieren für diese ganze Thematik. Und dann ist noch die Frage, wenn ich also weiß, welche Player sind da, welche Ressourcen sind da, wie mache ich das Ganze dann auch operativ und strategisch? Also da jetzt einfach mal ein bisschen tiefer rein, wie erreiche ich Impact? Anfangen würde ich gerne mit einem kleinen Blick auf die Player. Und wenn man an
Wirkung denkt, dann sollte man sehr schnell an den gemeinnützigen Sektor denken. Auch hier eine ganz kurze Fußnote. Fineo selbst ist auch eine gemeinnützige Organisation. Das wird man nicht unbedingt immer vielleicht so sehen, aber wir sind eine gemeinnützige Aktiengesellschaft. Also auch wir verorten uns selber in diesem Bereich. Also der gemeinnützige Sektor ist per se angetreten, um Wirkung zu erzielen. Das ist die ultimative Legitimation des gemeinnützigen Sektors. Vielleicht mal da ein paar Zahlen, dass man mal auch so ein Gespür dafür bekommt, über welches Feld reden wir denn da eigentlich. Wir haben über 10 Millionen Non-Profits weltweit. Allein in Deutschland haben wir über 600.000 gemeinnützige Organisationen. Wir haben mehr als 30 Millionen Menschen, die sich alleine in Deutschland ehrenamtlich engagieren. Also insofern das einfach mal nur ein paar Zahlen, die zeigen, über welche große, große Szene wir hier reden. Also das ist alles auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sehen wir, und das ist natürlich jetzt gerade auch, wenn wir im Kontext von Incubator etc. reden, eine komplett neue Gruppe, die auftritt, Social Entrepreneurs, Social Businesses, Impact-getriebene, Purpose-getriebene Unternehmen. Und das sehen wir insbesondere bei vielen Startups. Da treten Teams an und die sind nicht Exit-getrieben. Die wollen nicht sofort irgendwie ein E-Commerce-Ding bauen, was sie sofort wieder verkaufen können, sondern die sind getrieben davon, dass sie eine Herausforderung sehen und sie gehen dann mit ihrem unternehmerischen Spirit dran und bauen ein Startup, das natürlich auch wirtschaftlich erfolgreich ist und ein Businessmodell hat, aber gleichzeitig auch einen Impact erzielt. Und das sehr dezidiert und messbar. Also insofern, das ist eine meiner Ansicht nach immer größer werdende Gruppe an Playern, die so ein bisschen hybridartig unterwegs sind, also Purpose-getrieben, quasi von der Mission in der DNA steckend und gleichzeitig aber eben auch ein ganz klares Businessmodell haben. Also natürlich, wenn ich darüber rede, wer erreicht alles Impact, dann sind es nicht nur Non-Profits, dann sind es nicht nur die Social Businesses. Klar, ganz, ganz viele normale, in Anführungsstrichen, Wirtschaftsunternehmen tun das und auch die öffentliche Hand hat quasi den Auftrag, gesellschaftlich zu wirken. Aber ich will mich mal auf die ersten beiden Gruppen konzentrieren. Aber vielleicht auch da noch, wenn ich das so als Ökosystem bezeichne, ein wichtiger Punkt ist, dass wir dann nicht mit dem Finger auf die anderen Sektoren zeigen. Also da ist die unprofessionelle Zivilgesellschaft, da ist die gierige Wirtschaft, da ist die langsame Verwaltung. Nein, entscheidend wird auch sein, dass wir zusammenarbeiten und mit Klischees und Stereotypen aufräumen. Also das einmal der Bereich. Wichtig ist nochmal, wenn wir in die Non-Profit-Szene reingucken und auch die Purpose-getriebene Szene, dass sie ganz besondere, unique Stärken hat. Und ich will mal ganz paar aufzählen. Also, wir haben hier eine enorme normative Power, weil man eben legitimiert ist, durch die Mission etwas Gesellschaftliches zu tun. Wir haben hier sehr häufig auch die Möglichkeit, als Social Glue zu arbeiten. Also das heißt, viele Menschen zusammenzubringen, die über die unterschiedlichsten Ecken kommen, weil sie gemeinschaftlich an einem Ziel arbeiten. Wir sehen auch hier eine hohe Risikobereitschaft. Das passt natürlich auch zu dem ganzen Thema der Startups. Also insofern auch eine hohe Risikobereitschaft, etwas auszuprobieren. Und das geht einher mit einer enormen Innovationskraft. Warum ist gerade dieser purpose-getriebene Bereich so innovativ? Das liegt daran, weil man eben sehr häufig nah an den Problemen ist. Man erspürt seismografisch, wo sind Herausforderungen. Und aus diesem Erkennen der Probleme bleibt man nicht stehen, sondern geht einen Schritt weiter und entwickelt Lösungen. Und das ist etwas, was hoch innovativ häufig ist, was nicht heißt, kurze Fußnote, dass wir immer nur nach Innovation rennen sollten. Es gibt auch viele gute Sachen, die sehr etabliert sind und wo es vor allen Dingen darum geht, es zu skalieren. Also insofern, Innovation per se ist kein Gut. Man kann sogar den größten Unsinn innovativ machen. Also insofern, wir brauchen wertebasierten Innovationsgeist und auch da müssen wir gucken, wie können wir es mit bestehenden Sachen kombinieren. Also, das ist so ein bisschen das Ökosystem in den Feldern, wo Player unterwegs sind, die sich mit dem Thema Impact beschäftigen, die etwas bewegen wollen. Und das führt dann zu der Frage, ja, wie finanziere ich denn das Ganze? Also, wo kommen die Ressourcen her, um diese Organisationen, die Menschen, die Teams, die hier unterwegs sind, auch entsprechend zu unterstützen? Und damit sind wir bei dem Spektrum, was ihr eben auch schon mal gezeigt habt. Ich will es auch noch mal ganz kurz aufzeigen. Also auf der einen Seite gibt es ganz klassisches Investment mit dem Ziel einer Gewinnmaximierung. Das ist der eine Bereich. Am anderen Ende des Spektrums gibt es klassisches Spenden. Also das heißt, hier geht es darum, eine Spende zu machen. Und dazwischen fächern sich ganz interessante Bereiche auf. Also wir fangen an bei dem Thema des nachhaltigen Investments, des Responsible Investments. Das ist gut, das ist wichtig.
Aber rein definitorisch heißt es eigentlich, dass ich nur sicherstelle, also beispielsweise auch durch ESG-Kriterien, dass ich keinen Schaden anrichte oder möglichst wenig Schaden anrichte. Und das ist auch schon mal besser, als einfach nur auf die Rendite zu achten, also möglichst wenig Schaden zu machen. Damit rette ich die Welt aber nicht. Und das ist eigentlich genau der entscheidende Punkt, den es unterscheidet zum Thema Impact Investing. Beim Impact Investing drehe ich das Ganze ins Positive. Das heißt also, es geht genau darum, dass ich mit meinem Investment einen messbaren, intendierten gesellschaftlichen Mehrwert schaffe. Das ist das, was Impact Investing ausmacht. Da gibt es dann, wir haben es eben auch schon gehört, alle möglichen Feinjustierungen noch. Es gibt die Deep Impact Leute, wo dann man vielleicht auch bereit wäre, einen Teil des Financial Returns aufzugeben, aber das ist nicht zwangsläufig so. Also ich will das auch mal als sehr klare Botschaft sagen. Es gibt großartige Impact-Unternehmen, in die man investieren kann, die ein riesiges, großes Upside auch haben auf der Financial Return-Seite. Also insofern, ein Impact geht nicht damit einher, einen Verlust auf der Finanzseite zu haben. Aber das ist der Bereich des Impact-Investings und der wird dann in Richtung des Spendens dann nochmal komplettiert durch strategische Philanthropie. Also hier geht es darum, zwar auch sehr klar messbar Impact zu haben, aber da in der Tat habe ich kein Financial Return oder man kann sagen minus 100% Financial Return. Also das ist so ein bisschen das Spektrum und ich will jetzt nochmal in die zwei Bereiche etwas reinzoomen. Einmal strategische Philanthropie, zum anderen Impact-Investing. Also strategische Philanthropie heißt, dass ich wirklich an meine Philanthropie mit dem gleichen Business Sense rangehe, mit dem gleichen Anspruch, wie ich möglicherweise auch sonst im professionellen Kontext bin. Das heißt, ich will etwas erreichen. Das heißt auch im Umkehrschluss, ich spende nicht des Spendens wegen und mache es rein Input getrieben, sondern ich gucke, was sind die Bedarfe, leite daraus eine Strategie ab, habe dann ein Investmentportfolio in Anführungsstrichen. Ein Beispiel ist die Scala-Initiative, die mit Frau Kladden Fineo aufgesetzt hat. Hier haben wir ein Portfolio aufgesetzt von Organisationen, 95 Organisationen, die wir über 5 Jahre mit ungefähr 100 Millionen Euro finanzieren und dabei ein Mindset haben, wie man es sonst vielleicht im VC-Bereich hätte. Das heißt, wir sind nah an den Portfolio-Organisationen dran. Wir versuchen, sie holistisch zu unterstützen. Klar, mit finanziellen Mitteln, aber auch mit Know-how, mit Netzwerken, mit Expertise, alles, was es braucht, damit diese Organisationen auch dann, wenn wir rausgehen in der Finanzierung, wir denken den Exit mit, nicht in sich zusammenfallen und kollabieren. Also das ist der Bereich strategischer Philanthropie. Und jetzt komme ich zu dem Thema des Impact Investings und will es nochmal einmal herleiten aus der Thematik der SDGs, die ich eingangs schon mal erwähnt habe, also die 17 Sustainable Development Goals. Wenn man die ernsthaft bis 2030 angehen möchte, dann haben wir einen Finanzierungsbedarf von 4,5 Billionen US-Dollar. Ja, es gibt staatliche Mittel, es gibt multinationale Mittel, es gibt philanthropische Mittel, aber die reichen längst nicht, um diese Ziele zu erreichen. Wir haben immer noch eine Lücke, wenn man das ausrechnet, von ungefähr 2,5 Billionen US-Dollar. Und da läutet einem sofort ein, dass wir eben auch den Kapitalmarkt mobilisieren müssen, um diese Lücke zu füllen. Das heißt, wir müssen Investmentkapital wirkungsorientiert mit Impact-Anspruch auch in dieses Feld hineinziehen. Also das ist einfach mal eine sehr klare auch wieder Ableitung aus den Bedarfen. Und wenn wir das machen, dann sind wir eben bei dem Thema Impact-Investing und vielleicht auch hier nochmal eine wichtige Einordnung. Impact-Investing ist keine Asset-Class. Impact Investing ist eine Anlagestrategie. Also das heißt, es geht um den Mindset, es geht darum, dass man einen Impact erreichen möchte, dass man diesen Impact messen kann, dass man danach steuern kann. Das sind eigentlich die beiden harten Kriterien. So, und dann gibt es eben alle Möglichkeiten, wie man da in Impact Investing reingehen kann. Wir haben eben schon mal darüber gehört, dass es gerade in dem Bereich Private Equity, Startup-Finanzierung sehr stark mittlerweile Impact Investing gibt. Das stimmt, das ist auch gut so. Und das ist auch historisch eigentlich so das erste Feld gewesen. Das waren insbesondere hochvermögende Personen, Family Offices, die gesagt haben, okay, sie wollen bei ihren Private Equity Investments, bei ihren Startup Investments vor allen Dingen in Teams investieren, die von vornherein einen Mission Lock haben, die von vornherein sagen, okay, hier will ich einen Impact erreichen. Und das ist schön und das soll auch weiterkommen und ich sehe sehr, sehr viele, die in dieses Feld reingehen. Das erreicht aber auch noch nicht,
Weil bis diese ganzen Startups irgendwann mal so skaliert sind, dass sie einen wirklichen Impact haben, vergeht eine ganze Zeit. Das heißt, wir brauchen auch andere Impact Investing Asset Classes und die entstehen. Die entstehen an mehreren Stellen. Also wir sehen gerade mehrere Fonds, die entstehen zu bestimmten Themen. Allein in Deutschland habe ich 3 große Klimafonds im Blick, die also dezidiert in meist tech-basierte, nicht nur Startups, sondern auch Unternehmen investieren, um dort Impact im Bereich Klima zu haben. Wir sehen andere Bereiche, beispielsweise den Real Estate-Bereich. Wir machen gerade mit der ICG, das ist ein Verband innerhalb der deutschen Immobilienwirtschaft, eine Studie, was heißt Impact Investing in Real Estate. Man kann sich sofort überlegen, dass wenn ich in den Immobilienbereich reingehe, sehr große Volumen auch absorbierbar sind, wenn ich über Quartiersmanagement nachdenke etc. Also das heißt, auch hier eine komplett neue Branche, ein Bereich, der sich dem Thema zuwendet. Oder ich bin selbst im Advisory Board eines Impact Investing Hedgefonds. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also auch hier wird es getrieben von der Idee, Impact Investing zu machen. Und ich setze auch durchaus Unternehmen short. Wenn man das weiterdenkt, dann werden wir eine Welt haben, in der Aktivisten in den Unternehmen sitzen, mit der Perspektive und auch dem Mandat, Unternehmen in die Richtung Impact zu treiben. Und das eben nicht nur kleine Startups, sondern auch große gelistete Konzerne. Also insgesamt kann man daraus ableiten, dass der Bereich Impact Investing eine enorme Dynamik hat. Und das zeigt sich auch nicht nur in den Anlagemöglichkeiten, sondern es zeigt sich auch in den Playern, die in das Feld reinkommen, auf der Investorenseite. Also ursprünglich waren es vor allen Dingen Privatpersonen. Ich habe eben gesagt, vor allen Dingen Private Equity Investments. Es sind dann Stiftungen, Fußnote, die deutschen Stiftungen könnten hier mit ihren Kapitalstöcken sehr viel progressiver sein, ist aber leider nicht so. Also auch Stiftungen werden eine Rolle dabei spielen und eine zunehmend wichtigere Rolle spielen. Und wir sehen auch institutionelle Investoren. Also hier viele Player, die jetzt gerade auch mit sehr viel Kapital in diesen Markt hineingehen. Und damit der Markt das absorbieren kann, brauchen wir natürlich Targets, über die habe ich eben gesprochen. Wir brauchen aber eben auch Rahmenbedingungen. Ich will mal ein paar Rahmenbedingungen nennen. Das eine ist Standards. Es gibt mittlerweile auch eine große Allianz weltweit. Das ist das Impact Measurement Project. Fini war Teil davon, wo wir uns auf Frameworks einigen, wo wir uns auf Standards einigen, nachdem wir sagen können, dass das Impact Investing ist und auch nachdem ich das Ganze bemessen kann. Also das ist der eine Bereich der Entwicklung. Das andere ist regulatorische Themen. Wir sehen, dass in der Politik das Thema Impact Investing sehr, sehr viel auch auf offene Ohren stößt. Also auch hier ganz konkretes Beispiel. Ich saß bis Januar im Nachhaltigkeitsrat der Bundesregierung direkt am Kanzleramt, dezidiert zum Thema Impact Investing. Es gibt also ein großes Interesse zu überlegen, wie kann man dieses Feld stimulieren? Wie kann man dort mehr auch noch bewegen? Und wir sehen auch in der Politik ansonsten, jetzt gerade auch schon ein Jahr vor der Bundestagswahl, dass viele diese Themen Social Innovation, Impact Investing etc. aufgreifen. Also, ich sehe, Impact Investing wird Mainstream. Und das führt mich noch, und das wäre dann mein letzter Punkt, zu einer etwas anderen Marktperspektive. Also wir sehen viel Momentum, wir sehen, dass sehr viele Player unterwegs sind, dass Ressourcen da sind. Und ich hätte die Vision, dass das Thema Purpose, Impact, Werte etwas ist, mit dem wir in Deutschland, in Kontinentaleuropa auch einen kompetitiven Wettbewerb versus, und jetzt mache ich mal sehr holzschnittartig auf, USA und China ausspielen. Dass wir wirklich sagen, wir erkennen die SDGs nicht nur als eine Herausforderung, sondern auch als eine Opportunität, weil überall dort können auch Sachen entschieden werden, herangetragen werden, wir können dort Themen treiben, wir können dort Businesses machen. Also insofern, das ist etwas, was wir als Chancen auch erkennen sollten und wir sollten das ausspielen. Und was heißt das ausspielen? Das heißt, wir können es ganz, ganz klar auch zu einer Strategie machen. Wir sehen auch auf der europäischen Ebene, dass das zunehmend mehr erkannt wird. Und das hieße dazu, dass wir also zum einen es zur Positionierung nutzen, von Kontinentaleuropa, von der EU, als auch natürlich von einzelnen Playern. Wir können damit auch Kapital anziehen, wir können Teams anziehen mit Innovationen. Wir können gucken, dass wir die Player vernetzen. Wir müssen sie sehr viel besser vernetzen zwischen Wissenschaft. Wir haben eine starke Wissenschaftsszene, also zwischen Wissenschaft, zwischen Wirtschaft, zwischen Zivilgesellschaft, zwischen öffentlicher Hand. Wir brauchen natürlich Instrumente, um das zu stimulieren. Ein Accelerator ist ein bestes Beispiel dafür. Also insofern, wir brauchen solche Instrumente. Wir brauchen natürlich dann auch Intermediäre wie Fonds etc., die das Ganze dann auch nochmal auf eine andere Stufe heben. Also, es passiert sehr, sehr viel. Ich sehe noch sehr, sehr viel mehr Potenzial. Und all das stimmt mich dann doch
extrem positiv, dass wir hier viel erreichen können. Und ich freue mich auf all den Impact, den wir zusammen, den wir als Gesellschaft erreichen können. Und insofern sage ich einfach mal herzlich willkommen im Impact-Zeitalter. Vielen Dank. Andreas, vielen Dank an dich. Das war eine sehr mitreißende Keynote, wenn ihr mich fragt. Und danke für diese wirklich enthusiastischen Worte auch. Also man merkt, dass du mit Herzblut dahinter steckst und dass du da wirklich auch wirklich mitgehst mit den Themen. Und was zumindest bei mir sehr stark angekommen ist und ich hoffe eben auch beim Publikum da draußen, dass wir zwar viele Herausforderungen noch vor uns haben, dass wir eine Transformation vor uns haben, die im Grunde ja alle Lebensbereiche und damit auch alle Branchen im Unternehmertum und da draußen in der Wirtschaft betreffen, aber dass es eben auch vorangeht, dass es möglich ist und dass es vor allen Dingen auch Chancen birgt. Ja? Und das finde ich immer wieder wichtig herauszustellen, dass das jetzt nicht was ist, was da auf uns zukommt und was so eine Blackbox ist, die ganz gefährlich ist, sondern wir müssen sie aufmachen, wir müssen reingucken und wir müssen uns dazu positionieren und dann können wir auch daraus lernen und wirklich was auch daraus ziehen, was Positives. Also das ist ganz wichtig, immer wieder zu erwähnen. Danke dir dafür. Gerne. Genau. Ich habe gerade schon mal geschaut. Ich rufe gerne unser Publikum da draußen nochmal auf, jetzt auch Fragen zu stellen. Also wer an den Andreas direkt eine Frage hat, kann gerne in Zoom unser F&A-Tool nutzen und da Fragen einstellen. Dann würden wir die hier auch direkt spontan angehen. Aktuell sehe ich da noch keine. Also da warten wir vielleicht noch eine Minute. Und die Minute hätte ich vielleicht eine Frage. Also du hast ja darüber gesprochen, was wir auch immer sehr viel versuchen zu kolportieren, dass es eben wirklich Chance gibt. Also auch finanziell, ja, dass es nicht nur darum geht, irgendwie ein gutes Gefühl zu erzeugen, indem man was Gutes tut und am Ende dann aber unterm Strich nichts bei rumkommt, sondern dass tatsächlich diese Themen auch finanziell interessant sein können. Hast du da ein Beispiel, ein Erfolgsbeispiel vielleicht, wo das ein Unternehmen mit einer Lösung schon geschafft hat? Ja, also ich nehme ein Beispiel, wo ich auch selber, das muss ich als Disclaimer machen, selber im Beirat bin. Das ist Surplus. Das ist ein Unternehmen, ein Social Business aus Berlin, das sich dem Thema Lebensmittelverschwendung zugewandt hat. Also da nur ganz kurz der Hintergrund. Es wird unglaublich viel an Lebensmitteln verschwendet, weggeworfen, auch gerade bei den großen Supermärkten, weil einfach dort ein Mindesthaltbarkeitsdatum dann überschritten ist und dann nicht mehr verkauft wird. So, was macht Surplus? Die holen das ab oder lassen sich liefern, übernehmen das also letztlich von den Lebensmittelhändlern. Die freuen sich, weil sie es nämlich nicht kostspielig entsorgen müssen. Und Surplus kann es dann wiederum verkaufen zu deutlich günstigeren Konditionen. Auch hier haben wir also quasi einen sozialen Aspekt, weil man eben Möglichkeiten auch gibt, gerade bei Menschen vielleicht, die nicht ganz so viel Einkommen haben, dass sie diese Lebensmittel dann kaufen können. War da auch wichtig, es ist etwas, wo Gruppen durchmischt werden, weil da gehen genauso gut auch die Hipsters hin, wie eben diejenigen, die vielleicht eher auf der finanziellen Seite nicht ganz so gut unterwegs sind. Also insofern, wir haben hier Durchmischung, wir haben hier einen Support von Menschen mit weniger Einkommen und gleichzeitig werden Lebensmittel gerettet, was sofort auch eben eine Reduktion von Abfall und auch vor allen Dingen von CO2 bedeutet. Also insofern ein Geschäftsmodell, was nachhaltig ist, das durchaus, wenn das skaliert, und da geht es gerade rein, durchaus auch finanziell hochattraktiv ist und gleichzeitig wirklich auch Purpose und Impact erreicht. Sehr gut, gut. Ja, genau, also das, glaube ich, leuchtet ein. Vielen Dank für dieses gute Beispiel. Und es kommen tatsächlich ein paar Fragen rein. Würde ich auch direkt reinspringen. Einmal hat ein anonymer Zuschauer gefragt, wie genau misst du Impact bei Investments? Gibt es da ein Framework, was ihr einsetzt? Ist in der Tat auch ein Thema, was wir bei uns schon oft diskutiert haben. Gar nicht so einfach und referenziert vielleicht auch ein bisschen auf das, was du schon erwähnt hast, dass sich was tut, auch bei Standardisierung. Aber sag du gerne was dazu. Ja, also in der Tat, das ist natürlich quasi der heilige Gral des ganzen Thema Impact Investings. Und das ist etwas, was sich mittlerweile aber sehr schön entwickelt. Also einen Zahn muss ich ziehen. Wir werden nicht am Ende des Tages 5 KPIs, 5 Indikatoren haben, nachdem wir alle Investments dann bemessen können. Aber was wir sehen ist, dass wir aus einer Welt kommen, wo man jedes einzelne Investment, jedes einzelne Unternehmen mit einem eigenen Set an Kriterien versehen musste. Und das ist mittlerweile nicht mehr der Fall, weil sich viele, viele Player zusammengetan haben. Ich hatte es eben in einem Nebensatz erwähnt. Es gibt das Impact Management Project.
Das ist ein Zusammenschluss von, glaube ich, über 600 Organisationen aus dieser Impact-Industrie. Auch große Player wie BlackRock sind dabei, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen erstmal ein Framework haben, nachdem wir auf das Thema Impact gucken. Und wir sammeln zusammen Daten, sodass wir am Ende des Tages auch vielleicht bessere Benchmarks haben, die wir dann vergleichen können. Das nicht, man immer an unterschiedlichen Punkten dann misst. Also das heißt, zwei Sachen sind dabei wichtig. Es geht schon auch dabei um das Mindset. Das heißt also, wenn man in ein Team reingeht, dann guckt man sich an, haben die auch die Intention, haben die Instrumente, haben die Prozesse, nach denen sie gucken, dass sie Bedarfe wirklich erkannt haben? Sind sie nah an den Zielgruppen, wenn es im sozialen Bereich ist? Haben die selber dann auch ein Verständnis, wie das einsetzen? Und dann haben wir ein Set von Kriterien. Im Klimabereich ist es häufig einfach, CO2. In anderen Bereichen kann es sein, Reduktion von Jugendarbeitslosigkeit, Gesundheitsthemen. Und das sind dann aber mittlerweile Datenbanken, auf die wir zugreifen können. Wichtig im internationalen Austausch und Standard, nachdem wir dann eben auch messen können. Eine wichtige Fußnote. Ich bin ein Riesenfan von Messen. Also ich bin Naturwissenschaftler, ich war in der Weltbank, ich war bei McKinsey, insofern ich liebe Zahlen. Wir müssen bei einer Sache aufpassen beim Thema Impact. Wir dürfen nicht nur in Sachen investieren, wo wir auch Impact messen können. Das sollte zwar in der Regel das Ziel sein, aber wenn wir das zum Diktat machen, kann es dazu führen, dass wir die besten Opportunitäten nicht finanzieren, weil wir nur noch das machen, was messbar ist. Also insofern auch hier müssen wir einen Freiheitsgrad haben. Ich habe eben über Risikobereitschaft gesprochen. Risikobereitschaft gerne auch auf der Impact-Ebene manchmal was machen, wo man einfach nur sagt, das stimmt von der Strategie und ich habe selber keine Zahlen, mit denen ich es nachvollziehen kann. Ja. Aber das ist durchaus ein Punkt, den wir ja auch in unserem Innovationswesen hier im Mindkubator in den letzten Jahren gelernt haben. Man muss einfach auch mal frei denken, um auf ganz neue Ideen zu kommen, die dann durch auch irgendwie einen Wert entwickeln, der vielleicht von vornherein gar nicht so sichtbar war. Ja, richtig. Ja. Eine weitere gute Frage von Steffen Klawitter habe ich hier. Wie siehst du Impact Investing in Deutschland gegen Emerging Markets und Entwicklungsländer? Du hast ein bisschen schon die Polarisierung zwischen vielleicht Fernost und dem USA-Giganten aufgezeigt, aber das finde ich auch ganz gut als Frage. Ja, also es gibt mehr Opportunitäten für Impact Investing im Global South. Das liegt einfach daran, dass wir natürlich hier in Deutschland oder in den Industriestaaten häufig in sehr saturierten Systemen sind. Das heißt also, hier sind viele Herausforderungen schon abgedeckt durch sozialstaatliche Leistungen im Gesundheitssystem etc. Wenn ich im Bereich von Entwicklungszusammenarbeit bin, dann gibt es dort häufig eben auch Möglichkeiten, ein Social Business aufzubauen, was bei uns durch eine ganz klassische Industrie oder eben durch auch den Sozialstaat abgedeckt ist. Deswegen tendenziell kann man sagen, es gibt mehr Marktopportunitäten für wirklich Impact Investing in Global South, als es in Deutschland ist. Aber auch hier gibt es viele Sachen. Wir sehen aber das auch, vielleicht das nochmal wichtig, dass gerade im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit hochinteressante Impact-Investing-Vehikel entstehen, also beispielsweise Development-Bonds, die eingesetzt werden, auch von den großen Organisationen. Also will heißen, ja, wir haben mehr Opportunitäten im globalen Süden, aber wir haben auch genug hier, was wir machen können. Und was ich auch feststelle, ist, sehr viele der gerade Startups, die im Bereich Impact unterwegs sind, auch in Deutschland, auch in Berlin, haben als Marke, wo sie Impact erreichen wollen, dann auch wiederum den globalen Süden. Ich nehme jetzt einfach nur ein Beispiel, African Green Tech. African Green Tech ist ein Social Business aus Deutschland, die sich zum Ziel gesetzt haben, die Solarelektrifizierung von dörflichen Regionen in Afrika, nebst eben auch einer Dorfentwicklung per se dadurch. Und damit haben wir ein Social Business, was aber eben aus Deutschland herauskommt. Okay, vielen Dank. Also das zeigt, glaube ich, auch mal die Positionierung in dieser Richtung auf. Es kommt tatsächlich eine ganze Menge Fragen rein. Also wenn wir alle zusammen hier im Unicampus wären, dann würden jetzt hier überall die Hände hochschießen und wir würden mit unseren Mikros rumlaufen. Ich versuche mal noch zwei, drei hier reinzukriegen in unsere Zeit. Schauen wir mal rüber, kriegt noch den Daumen hoch. Ganz interessant finde ich vielleicht die Frage, warum denkst du, dass Impact Investment eher schleppend angenommen wird? Stiftungen, Privatanleger und so weiter sind ja eigentlich, für die ist das viel attraktiver als Non-Impact-Investment, oder? Ja, also... Ist es schon so oder dreht sich... Genau, also erstmal ganz ehrlich, ich habe eben gesagt, Impact-Investing wird Mainstream. Für mich muss ein schnelles Ziel sein, es darf eigentlich gar kein nicht nachhaltiges Investment mehr geben.
Eigentlich müsste es komplett abgestraft werden, wenn man investiert und dabei ganz viele Kollateralschäden kaufen nimmt. So, also insofern, das ist auch eine Zukunftsvision. Und dann, wie gesagt, es gibt dann einmal den Bereich des nachhaltigen Investments. Das ist schon mittlerweile Mainstream. Also man kann im Realtime-Bereich überall auch Nachhaltigkeitsfonds etc. kaufen. Im Bereich Impact Investing ist es etwas schwieriger. Das ist immer noch eher etwas, was halt vor allen Dingen auch semi-professionellen, professionellen Investoren vorbehalten ist. Aber das ändert sich gerade relativ schnell. Deswegen hat es einmal regulatorische Sachen. Wer darf in solche Instrumente investieren? Aber hier sehen wir, dass sich Sachen ändern. Das Zweite ist, und das ist vielleicht eher ein deutsches Thema, dass wir häufig noch in so Schubladen denken. Und es gibt eben viele, die sagen, okay, entweder ich bin halt Philanthrop, ich bin Spenderin, Spender oder ich bin Investor und dann will ich auch richtig, richtig Kredite machen und alles andere ist mir egal. Und das Zusammendenken, also das Nutzen von wirtschaftlichen Instrumenten, auch für gesellschaftliche Themen, stößt manchmal bei einigen Personen, bei Institutionen an Barrieren. Und deswegen habe ich auch eben schon mal dafür plädiert, wir müssen mit Stereotypen aufhören, mit alten Feindbildern. Dann kriegen wir auch Impact Investing wirklich in die Mitte der Gesellschaft. Aber das wird kommen. Das sind auch weiterhin positive Aussichten. Da wird sich auch die Fragestellerin, die Joanna Schönborn, drüber freuen. Ich würde noch eine Frage vielleicht jetzt noch hier in der Runde beantworten wollen. Und zwar, das liegt uns nämlich ganz nahe. Der Finn fragt, wie können deiner Meinung nach deutsche Banken einen ersten sinnvollen Schritt beim Thema Impact machen, die im Gegenteil zum Beispiel zu UBS noch nicht aktiv sind und kein Angebot in dem Bereich haben? Also ich glaube, da gibt es neben der UBS schon einige, die da schon aktiv sind, aber es ist trotzdem natürlich ein Thema, was uns auch treibt. Die Banken haben einen Riesenhebel natürlich durch ihre Finanzinstrumente. Wie siehst du das? Ja, also in der Tat, ich habe es ja eben gesagt, wir müssen den Kapitalmarkt mobilisieren. Dafür brauchen wir eben auch die großen Banken und die sehen auch das Thema. Also ich rede mit allen Playern eigentlich, also nicht mit der UBS alleine, mit denen rede ich auch, aber auch mit vielen anderen, die auch bei euch in Frankfurt sitzen. Zwei Sachen sind mir dabei wichtig. Das eine ist, es darf nicht ein Feigenblatt sein. Das heißt, man muss legitimiert sein, auch ernsthaft Impact Investing zu machen. Deswegen, ich habe es eben schon mal gesagt, wenn man gleichzeitig erlaubt, Investment zu machen, mit dem man massiv Schaden anrichtet, dann hat man die License to Operate verloren, auch Impact Investing machen zu müssen. Das heißt, man muss sein Kerngeschäft erst einmal in den Griff bekommen und bereinigen. Das wäre der eine Schritt. Und der andere Schritt ist dann in der Tat, das Thema Impact Investing auch anzugehen. Man sieht ja, dass die Kundinnen und Kunden das wollen. Also die sitzen ja da und die fragen danach. Macht es aber bitte nicht alleine. Geht auch wirklich in Partnerschaften. Also ich erkenne auch dort manchmal die Tendenz, dann zu sagen, ja, dann machen wir das doch einfach mal. Und ehrlicherweise, viele in den Banktürmen haben nicht richtig Ahnung, was heißt Impact Investing. Und dann sehe ich auch Produkte, und das ärgert mich dann schon, wenn ich das sagen darf, die dann Impact Investing Fonds oder wie auch immer heißen. Und wenn ich ein bisschen reingucke, dann sind das nette Nachhaltigkeitsfonds, das sind aber keine Impact Investing Fonds. Nochmal, es geht dann darum, dass man auch Indikatoren hat, mit denen man messen kann, dass man wirklich einen Impact hat. Deswegen da der Appell, nutzt es und kommt mit, geht auf die Reisepartnerschaften, aber holt euch auch Player, klar, Fineo, aber es gibt auch andere, die sich da auskennen, mit dazu und entwickelt es gemeinschaftlich, dass es wirklich auch Impact ist und nichts anderes. Sehr gut. Dem kann ich nichts hinzufügen. Ich glaube, ein paar Banker sind bestimmt auch in der Zuhörerschaft und nehmen das vielleicht auch mal mit an ihren Arbeitsplatz. Finde ich gut. Andreas, vielen Dank für das Mitnehmen auf deiner Mission hier so ein kurzes Stück. Und ich glaube, wir gehen mit vielen jetzt in den nächsten Runden. Da sind noch ein paar Fragen offen. Du hast auch die Möglichkeit, selbst sie zu beantworten, schriftlich. Du hast da unten so ein F&A-Tool, da siehst du die genauso wie wir und damit die Nachricht auch an die Fragesteller. Hier geht nichts verloren, das bearbeiten wir noch, aber damit wir im Programm weiterkommen, würde ich jetzt erstmal nochmal ein Dankeschön an dich richten, Andreas, und dann gehen wir in den nächsten Programmpunkt. Sehr gerne. Vielen Dank. Tschüss. Ciao.